So, hallo, wir machen weiter. Bei, es ist eher gerade The Legend of Zelda, aber es ist der Super Mario Maker. Letztes Mal haben wir ein Zelda-Level gespielt, was uns Trakes empfohlen hat mit Rätseln. Und Trakes hat selber offensichtlich ein Rätsel-Level gebaut. Puzzle ist zwar in Anführungszeichen, aber let's go. Bisher hat es keiner geschafft, aber es hat auch noch keiner gespielt. Einer hat es gespielt. My first Eprono-Level. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. So, kann ich denn hier direkt... Ah, die kann ich sprengen, ne? Wait, will ich da... Will ich die überhaupt sprengen? Ich meine, ich kann ja einfach den hier machen. Jetzt ist die Frage... Meint ihr mit Puzzles, dass es Troll ist oder dass es für ihn zu einfache Puzzles sind? Im Sinne von, okay, Puzzle kann man das eigentlich nicht nennen, weil es zu simpel ist. Oh boy. Der schießt ja richtig raus. Aber ich weiß, ich muss da hoch. Ich habe schon verstanden, was ich tun muss. Problem ist, ja, dass die echt unangenehm da rausschießen. Das heißt, ich muss das timen. Ah, ich muss draufbleiben auf der Taste. Okay. Alles klar. So geht das. Sehr schön. Das kann auch nicht funktionieren. Ah, ich kann bis darüber schießen. Okay, cool. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Das Ding hat schon eine ordentliche Reichweite, ne? Das muss man sagen. So, und jetzt... Hä? Ich meine, ich sehe, dass da so ein Ding ist. Wow. Aber wie komme ich denn da drüben rein? Da müsste ja die Bombe... Ah, da muss die Bombe da drüben explodieren. Bin ja blöd. Einfach anders timen. Aber jetzt könnte ich vielleicht die Lücke treffen. Nice! So, dann schießen wir nochmal ab. Oh, und dann kommt ein gefährlicher Wurf. Huhuhu. Okay, okay. Bisschen weiter vorne. Okay, aber wenn man es weiß, kann man ja rechtzeitig springen. Schön. Kann ich hier runterfallen? Sonst wird es kritisch. Oder muss ich da rennen? Wie renne ich denn nochmal? So renne ich! Okay. 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 Da, 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 da. So. Das war alles noch sehr ungefährlich hier. Da konnte man einfach rüber. Oh. Wow. Ja, man könnte jetzt natürlich als geskillter Spieler da einfach in die Lücke reinspringen. Aber das machen wir natürlich nicht. So machen wir das. So, jetzt nochmal richtig hier. Alter! Das ist schon kritisch. Ja, aber was nützt mir jetzt eigentlich, wenn ich... Hä? Ich komme doch gar nicht da hoch. Muss ich direkt weiterrennen von da aus? Müsste ich... Oh, wow! Damit habe ich nicht gerechnet, dass das eine Reichweite ist, die man zurücklegen kann. Sheesh. Aber jetzt will ich mal wissen, was hier... Hier kann man doch aus irgendeinem Grund kann man das Zeug doch hier sprengen.
Irgendwas ist doch da. Ja, vielleicht ist es auch einfach nur Deko. Okay. Dann ist es wohl doch nur Deko. Dann ist da halt doch nichts. Meinetwegen. So. Drauf gewartet, dass das passiert. Mist. Kein Zeitgefühl für die Bomben, ne? Das ist unglaublich. Ah! Nice! Volltreffer. Wieso springe ich denn immer nicht? Ah, ich traue mich immer nicht und dann drücke ich zu spät. Eieieiei. Wirst du wohl treffen. Na, wirst du wohl treffen, ja. Also, wirst du wohl treffen. Dankeschön. Wow! Das war gefährlich. Nice. So. Man muss es wirklich richtig erwischen. Eieieiei. Ich hoffe, danach kommt ein Checkpoint. Sonst sind das ganz schön viele Räume, die man immer wieder neu spielen muss. So. Boah, one hit. First try, wollte ich sagen. Nein, das war zu spät. Zu früh, wollte ich sagen. Ich muss immer kurz bevor der dritte Blinker kommt, dann muss ich werfen, dann passt's. Na? Ah. So, genau. Genau so. So. Also nicht zu spät, aber auch nicht zu früh. Das gibt's. Ich kann nicht davon abspringen. Das gibt's doch nicht. Ich habe jetzt eigentlich schon die Taste gedrückt, meiner Meinung nach. Aber dem ist wohl nicht so. Das gibt's doch nicht. Ich kann von dem Ding nicht abspringen. So nett. Nice. Warte nur drauf, dass ich irgendwann dagegen bringe und dann runterfalle. So.
drücke! Ich drücke den verdammten Sprungknopf! Hä? Aber warum springt er denn nicht? Zu früh ist er doch auch schon abgesprungen. Zu früh ist er doch auch schon abgesprungen. Warum springt er denn nicht? Zu spät, also ja, zu spät ist ja dann eben nicht das Abspringen mehr, aber ich check's nicht. Ja, das reicht schon. Okay, es müssen drei, es müssen alle drei offen sein. Okay. So viel. Oh, wait. Kann ich eigentlich da oben rein? Nein. Hei. Ah, das wird ja auch... Das geht jetzt sogar besser, weil jetzt kann ich einfach dahin pfeffern. Auch cool. So. Ich meine, da unten kann ich ja auch rechtzeitig abspringen, ne? Ihr seht's ja. Warum hier oben nicht? Von dem Ding kann man doch genauso abspringen. Ich schwöre, ich habe den Sprungkopf... Knopf. Darf ich den Dings dabei nicht drücken? Muss das kurz testen. Hier geht's doch auch. Wieso geht es denn auf dem On-Off-Block nicht? Ich check's nicht. Warum kann ich nicht davon abspringen, von dem Ding? Warum kann ich von dem Ding nicht abspringen? Ah! Da wollte ich nicht hin. Cool. Ah, cool. Aber irgendwas muss ich falsch machen an der Stelle, oder ich drücke wirklich zu spät. Ist doch unglaublich. Wahrscheinlich geht es am Ende ohne diesen Rennen, ohne dieses Rennen einfach mit einem ganz normalen. Aber dann wäre es kein Zelda-Level. Er hat es ja schon so gebaut, dass man das machen muss. Ne? Schätze ich jetzt mal. Ja, das geht natürlich auch. Oh, Junge. Oh, Junge. Manchmal glaube ich mir selbst nicht, was ich da tue. Ach, Mann, ey. Das muss doch jetzt auch gehen. So. Ich werde einfach nur noch springen, wenn alle drei offen sind. Ich werde einfach nur noch springen, wenn alle drei offen sind. Kann
ganz simple Geschichte. Und auch nicht zu hoch. So. Sollen wir es mal ohne den Versuch einfach so rüber... Das wäre jetzt wieder in eine ganz andere Richtung gegangen gerade. Aber ich glaube, ich muss schon... Ich muss schon den hier machen. Oh, mein... Ist nicht mein Ernst. Ach, komm schon. Oh, warum mache ich das denn? Oh, das ist wieder so typisch, ne? Mein Gott. So. Jetzt haben wir schon mal gesehen, dass es geht. Nice. Bei nein, das Problem ist, jetzt muss ich den oberen ja immer noch erwischen. Okay. Nein, ich hab's wieder getan. Nicht so hoch springen. Gibt's doch nicht. Das gibt's doch einfach nicht. So. So. Kleiner Sprung, einfach rein, die Lücke. So. Jetzt ist er wieder... anscheinend springe ich da echt zu spät. Ah, Mann. Ach, Mann, wir waren drüben. Warum bin ich denn so doof? Warum bin ich denn so doof? Wirst du wohl aufgehen? Na, wirst du wohl aufgehen? Wirst du wohl aufgehen? Gibt's da nicht? Gut. Perfekt. Das wäre fast wieder das. Habt ihr das gesehen? Das wäre fast wieder zu hoch gewesen. Eieieiei. Kerl. Und das reicht da. Es muss wirklich. Es ist. Oh, es ist echt knapp. Es ist echt knapp. Mist. Es ist echt knapp. Das war halt wirklich der blödste Tod, wo ich drüben war und dann natürlich wieder runtergesegelt bin. Das war halt wirklich der dümmste Tod. Mal wieder. So. Oh, das war nice. Guter Start. Der Verdammnis. Was ist das denn? Ah, Mann. Oh, wenn danach ein Checkpoint kommt, ich beiß mir so in den Hintern. Weil ich dann schon haben könnte, den Checkpoint. Na, alles klar. Löst das jetzt aus.
Das wäre fast dieses andere knapp gewesen. Ah. Nicht. Wieso bleibe ich denn nicht einfach oben drauf stehen? Okay, aber das können wir noch retten. Muss ja nur wieder hier hochkommen. Und es einfach nochmal schaffen. Ich scheitere schon wieder an einem Problem, an dem ich nicht scheitern dürfte. Ach so, ja, reicht ja nicht. Reicht ja nicht. So. Viel besser. Das wäre schon wieder knapp geworden. So. Nein, ich... Da muss doch nur in die andere... Dreimal drüben. Und dreimal habe ich es wieder verkackt. Gibt's das denn? Das ist doch unglaublich. Das kannst du doch keinem erzählen. Ah. So. So viel zu bald, viel zu bald. Hätte ich nicht mehr geschafft, hätte ich nicht mehr geschafft, habe ich selber gemerkt. Aber ich wollte noch auf die Dings mich retten. So, können wir jetzt bitte... ...darüber springen? Antwort, nein. Wir gucken uns nochmal die ersten drei Räume an. Glück ist das keine Stelle weit spät im Spiel. Also ich meine, es dauert nicht so lange, da wieder hinzukommen. Es ist halt trotzdem nervig. So. Wie lange nehmen wir eigentlich schon auf? Was? Das ist jetzt schon der ganze Oh mein Gott.
auf den Schreck erstmal durch die Tür endlich kommen. Es kommt wirklich ein Checkpoint direkt danach. Ah, wir haben gut 10 Minuten verschwendet. Okay, was soll ich da tun? Ach du Schande. Geht das einfach so? Gut, dass hier ein Checkpoint kommt, weil hier muss ich erst rumprobieren. Ich würde jetzt fast vermuten, ich will auch einfach erstmal rennen. Das hat nicht funktioniert. Ich kann aber auch, glaube ich, aus dem Rennen gar nicht da ansetzen. Wie mache ich das denn jetzt? Wie komme ich über die Stacheln rüber? Na super. Okay. Ich krieg halt den. Uff. Wie geht das? Ich kann von da nicht da. Auf die Dinger kann ich auch nicht draufdingsen, ne? Nee. Das ist jetzt ein bisschen cheesy gewesen, aber es funktioniert. Oh mein Gott, wenn man zu blöd ist. So, du musst da hoch. Oh. Der muss das da kaputt machen, das ist mir schon... Ach, kann ich den vielleicht da hochpfeilen? Ach nee, muss der gar nicht. Ich muss einfach nur hier. Aber jetzt muss er da trotzdem rein. Nice. Muss ich das aber in die andere Richtung auch noch machen. Weniger nice. Zum Glück komme ich nochmal zurück zum Schwert. Es geht nur mit dem Schild, ne? Ich kann den nur mit dem Schild abwehren. Scheiße. Problem ist, wenn ich eine Bombe zünde, ist er kaputt. Also ich kann den echt nur mit dem Schild abwehren. Kann man den irgendwie so ein bisschen Schwung mitgeben? Ja, wie geht das denn? Ich kann den nicht entgegenspringen mit dem Schild. Das interessiert ihn überhaupt nicht. Hätte ich das vielleicht vorher machen sollen? Dass der da von selber runterkommt? Ne, da kommt er eben nicht von selber. Wie habe ich dem denn vorhin den nötigen Schwung mitgegeben? Ich bin da irgendwie runtergerutscht oder so, ne? So, irgendwie so gegengerannt. Ja, genau, so gegenrennen. Muss ich das hier auch machen, okay. So nämlich. Jetzt haben wir's. Uiuiuiuiui.
Okay, den Anfang verstehe ich. Ah, den Rest verstehe ich auch. Super. Aber nicht so dramatisch. Also mein Spielstil ist dramatisch, ja, aber unsere Situation ist okay. So. Ich hab das schon verstanden. Ich muss ihm eine Bombe mitgeben. Das war knapp. Zum Glück habe ich noch mal Zelda gebraucht dafür. So, jetzt brauche ich erstmal hier. Okay, ich muss die On-Off-Dinger auslösen. Oh, das ist ein interessanter Kampf. So, jetzt kriege ich hier keine Ahnung was raus. Die nächsten. Ach so, ah, die werden Stück für Stück. Werden die reduziert. Mist. Wait, ich kann doch... Ich bin doch blöd, ich brauche die doch gar nicht. Ich kann die doch auch abschießen. Ich kann die doch auch abschießen, ich Doofnuss. Ah! Wie oft muss ich das machen? Wait, das ändert gar nichts, oder? Doch, da kommt mein Schlüssel. Ich war irritiert. Ich hatte jetzt gerade schon Bedenken, ne? Dass ich hier noch irgendwie in den Abgrund reinspringe. Das hätte ich mir zugetraut. Puh, Twakes. Da hast du wieder was gebaut. Und ich bin einfach nur doof. Nein, ist ein schönes Level. Keine Frage. Ist ein schönes Level. Ich bin halt, wie gesagt, einfach nur doof. Diese Sprungstelle. Wie kann man sich denn so blöd anstellen? So. Was sagen hier die Zeiten? Kriegen wir das schnell hin? Na, machen wir lieber beim nächsten Mal. Zelda A Link to Distress von Boosbo gibt es dann beim nächsten Mal. Danke fürs... Ach ja, und Mini Kaiser Madness von Chosen gibt es natürlich dann auch beim nächsten Mal. Zumindest gucken wir kurz rein. Wir werden es wohl nicht schaffen. Aber wir gucken kurz rein. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.